langst. Riechst du Ärger? Da verstehe ich keinen Spaß. Dass du hier meine Schildkröten anlangst. So, gehen wir erstmal hier hoch. Hier kommen noch die zwei Glasblöcke rein. Ah, endlich. Direkt ein erfüllendes Gefühl. Dann blumsen wir hier runter. Hinten hin und machen hier noch die Glasscheiben rein. Noch irgendwo welche? Ne, ich habe mir auch gerade eben schon welche eingetan. Und hier fehlen auch noch Regale. Naja, aber das machen wir dann wann anders. Langsam kommen wir doch hier zu Watt. Die Bäume werden halt tendenziell nur größer hier. Das ist halt der Mist. Die Bäume werden nur größer. Natürlich sind da auch mal kleine Bäume irgendwo dazwischen. Aber eigentlich sind das nur große Bäume. Überall. Oh ne, jetzt habe ich gar keine Axt mehr. Ich wieder vorrennen und Äxte machen. Genau in dem Moment kommt hier irgendwo ein Creeper lang. Schon mal ein bisschen Erde hier nochmal wieder wegnehmen. Wenn ich jetzt gerade schon hier bin, machen wir das schnell. Zumindest so lange, bis hier diese Schaufel bricht. Da haben wir noch eine zweite dabei, sehr gut. Da denkt jemand mit. Das Problem, dass man meine Tastatur sehr laut hört. Ich kann es jetzt nicht ändern.
So, und ich mach gerade mal. Ich werde hier gerade mal das Wasser los. Ich sein dieser jemand. Vor 1000 Jahren mal 5000 Schaufeln ins Inventar gepackt. Und jetzt habe ich was davon. Zu laufen, deswegen nehmen wir die Karten auch noch mit. Framerate. Da war das Glas drin. So, dann schmeißen wir uns gerade mal eben hier rein. In den Puffer. Schlafende Runde und schmeißen mal unser Zeug, was wir da haben, eben hoch hier in die Kisten. Und um die Kisten zum Himmel, komm, lasst uns heilig sein. Ja. Erde, da hat mit Erde hätten wir zum Beispiel schon mal einen ersten Kandidaten für Sachen, die rüber in rüber ins Lager kommen. Kohle, genau. So, wo hatte ich jetzt Glas hin? Hier hatte ich Glas, ne? Sehr gut. Da kommen auch die Sachen rein. Unten tue ich jetzt noch schnell die Pilze weg. Bisschen Eisen und wir müssten eventuell langsam noch mal schauen, dass wir noch mal auf Eisensuche gehen. Aber ich glaube, in der einen Höhle, wo wir waren, da ist, glaube ich, alles abgegrast mittlerweile. Aber da müssten wir uns noch mal auf die Suche nach woanders hinbegeben und schauen, dass wir, wie gesagt, woanders eine Eisenquelle finden, eine Eisenerzader, so wie in unserer Lieblingshöhle. Da war ja echt alles voll. Also mit Eisen, da haben wir dann ja tausendfach Kupfer gefunden. Da haben wir dann auch im Endeffekt Diamanten gefunden, die wir jetzt noch in den Truhen haben. Aber wo ich mir auch denke, ja, ich spare mir die Sachen lieber. Ich weiß zwar noch nicht genau für was, aber ich spare mir die gerne. Weil jetzt das mit dem Enderman, wo wir da auf die Fresse bekommen haben, gelinde gesagt, Das war schon ein schneidendes Erlebnis. Ein einschneidendes Erlebnis. Brauche ich erstmal nicht nochmal.
Gleich kommen hier die hohen Bäume. Was soll das denn? Jetzt, und das habe ich natürlich alle Erde wieder rausgepackt. Also immerhin bin ich in einer Sache konsequent, da alle Sachen, wenn ich die Möglichkeit habe, alle Sachen daraus zu knallen. Da muss man schon sagen, da bin ich dann, wenn schon, also wenn schon, dann schon. Immerhin in einer Sache konsequent. Ja, also ich bin schon sehr konsequent eigentlich, aber irgendwie. Irgendwie. So, zap, zap, zap. Schaffe ich. Danke. Du nimmst mir Framerate weg. Weggespart wegen Framerate. Ich habe das Schaf nicht umgebracht, sondern ich habe es weggespart. Das ist ganz wichtig. Da muss man einfach wissen, wann man jemanden los wird und wann man jemanden wegspart. Ja, den Unterschied zwischen den zwei Sachen zu kennen, spart bzw. rettet Menschenleben. Loswerden? Ja, kann auch schon sein, dass man den dann vielleicht noch irgendwie in einen Bus setzt und dann kann der irgendwo hinfahren, aber wegsparen, da ist eigentlich schon Endstation. Also wegsparen, da ist nicht mehr viel mit in den Bus setzen und wegfahren. Sondern wenn du weggespart wirst, da weißt du, das wird deine letzte Fahrt. Hörensagen. Das weiß ich von Hörensagen. Also, ich habe mit Wegsparen überhaupt keine Erfahrung. Ganz neu auf dem Gebiet. Mit dem Schaf erste Erfahrung gesammelt. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt niemand meinem Beispiel folgt und mich hier wegspart. Das wäre ganz schlecht. Weil ich spare ja schon. Und wenn dann jetzt mit mich noch jemand wegspart, dann sparen wir ja zu zweit. Dann wird zwar richtig gespart, aber vielleicht auch ein bisschen unnötig. Weil man muss sich auch schon mal ab und zu im Leben was gönnen. Ich bin das Gönnen. Was, Alter? Was, Bruder? Ach ja. So Sachen kommen dann dabei raus. So Gehirnwürste. Gehirnwülste, also eher Gehirnwürste als Gehirnwülste. Ich glaube, Gehirnwülste ist auch nicht so gut. Ich hangel mich immer von Sachen, die eigentlich gut sind, zu Sachen, die gar nicht gut sind und versuche dann irgendwie doch wieder eine Brücke zu schlagen zu was, was nicht ganz so schlecht ist. Manchmal klappt es nicht. Manchmal labere ich auch einfach nur den Pfiff. Das ist auch immer eine valide Möglichkeit. Und ich glaube, jetzt habe ich gerade ein Déjà-vu, weil das habe ich schon mal genau irgendwann so gesagt. Dass ich manchmal Dümpfiff laber und dass es aber auch dann eigentlich nicht so schlimm ist. Tja. Wenn man dann einfach irgendwann nur noch labert.